Mensch, was seid ihr denn schon wieder so früh wach hier? Das ist ja Wahnsinn. Schlaft doch mal ein bisschen aus. Ist auch mal schön. So wie wir, 7:30 morgens oder 7:15. Waldameisen greifen mich gerade an. Schnell meinen Kaffee sichern hier. Egal, heute geht's Richtung Östersund, definitiv. Wir müssen uns weiter nach unten schrauben. Jetzt wird nachher dann doch ein bisschen die Zeit knapp und wir haben keine Lust, irgendwie wieder so 10-Stunden-Touren zu machen. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie so im 3-Stunden-Rhythmus jeden Tag uns nach unten schrauben. Weil das ist auch immer wieder erstaunlich, wie viel Zeit man eigentlich für wenig Strecke braucht hier in Schweden. Selbst wenn hier der Navi eine Stunde angibt, bist du mal locker 2 Stunden unterwegs. Deshalb nochmal schnell eine Tasse Kaffee getrunken. Eine schon am Start, die zweite läuft noch durch. Bisschen frisch gemacht und dann reiten wir hier ab. Östersund, willkommen. Es ist soweit. Wir haben es wirklich geschafft. Wir hoffen, Östersund heute mal zu erreichen. Sind jetzt on the road und hoffen, dass wir da auch ankommen. Steuern jetzt erstmal eine Versorgungsstation an. Angebliche Ankunftszeit jetzt 13.40 Uhr. Das wird im Leben nichts. So, einmal bei der Versorgungsstation angekommen. Ich muss gleich mal gucken, wie spät das ist. Würde mich ja mal selber mal kurz interessieren. Es ist jetzt 2:50 und ich zeige euch mal die Versorgungsstation. Da kannst du Wasser holen, da kannst du Grauwasser, Schwarzwasser entsorgen. Nee, Grauwasser gar nicht, kann man hier gar nicht entsorgen. Totaler Quatsch. Schwarzwasser kannst du entsorgen und Trinkwasser holen. Das Doofe ist nur, unser Schlauch ist zu kurz und hier hängt nur 1 Meter Schlauch dran. Also das Ganze mit der Gießkanne aufgefüllt gerade eben. Ja, das ist immer noch die Fähr- und Entsorgestation. Das ist an der Autobahn gelegen, Krokom. Eigentlich ein sehr nettes Plätzchen, man kann hier sitzen. Und wie so oft natürlich in Schweden. Oh, richtig schöner See, ne? Wir schleichen uns die ganze Zeit die E14 hoch Richtung Tannforsen. Auch auf der Suche natürlich erstmal nach einem Stellplatz. Das scheint doch wirklich sehr schwierig zu werden. Das ist hier wie, ich weiß nicht, absolute Nobelecke, Nobelviertel, weiß ich nicht, extreme Skiurlaubsgebiete hier entlang des ganzen Fjordes. Extrem viele Ferienwohnungen, Ferienhäuser, nur Bezahlparkplätze. Und so, und jetzt haben wir mal gesehen, gibt es hier also ein Monument. Und da vertreten wir uns jetzt mal die Beine. Das ist, wo kann ich es denn einpacken? Da. Da gehen wir einfach mal hoch und gucken mal ein bisschen. Und dann fahren wir weiter. Das ist jetzt wieder 17 Uhr und die Sonne scheint. Das ist diese Infotafel an diesem Monument, wo ich jetzt sagen muss, keine Ahnung, was das sein muss hier. Immer noch. Das ist die Stimme aus dem Hintergrund, aber das macht ja nichts. Sie war ja schon lange nicht mehr zu hören. So, Stufe für Stufe bei 25 Grad Außentemperatur hoch zu dem Monument. Denkmal. Doch sehr warm. Oh, hat sich nicht wirklich gelohnt. Der steile Aufstieg ist ein Kriegsdenkmal, irgend so ein Krieg von 1700 bis 1720. Da haben irgendwie die Schweden gegen die Russen irgendwie verloren. Müsst ihr mal googeln.
Der Blick ist jedenfalls nicht der ganz schlechteste von hier oben. Won't you take me home? Und schon hat uns Google Maps wieder auf irgendeine blöde Schotterpiste geführt. Danke Google übrigens. Und für die Leute, die auch noch nie hier waren, biegt nie in irgendwelche Straßen ein, die keinen Buchstaben haben oder keine Zahl oder sonstiges. Jetzt fahren wir erstmal den ganzen Weg wieder zurück hier. Schotterpiste ohne Ende, furchtbar. Höchstgeschwindigkeit 25. Am Tannfelsen angekommen. Café ist zu. Geldautomat funktioniert irgendwie nicht. Also schmuggeln wir uns so einfach mal durch hier. Schön angelegter Weg zum Wasserfall. Hoffentlich sind wir auch richtig. Hören kann man ihn auf jeden Fall. Fluss ist in greifbare Nähe gerückt. So, das scheint der Tannforsen oder Tannforsen, wir wissen immer noch nicht genau, wie der ausgesprochen wird, von oben zu sein. Und da scheint er dann runterzugehen. Schöner Wasserfall von oben. Hier bricht er unmittelbar. Und wir gehen jetzt aber ein Stück tiefer. Kann man doch mal wirklich Wasserfall zusagen. Eine schöne Aussichtsplattform, da denke ich, müssen wir auch noch mal hingehen. Die Stimme aus dem Hintergrund ist schon auf dem Weg. Gerade um die Ecke geschlichen, da ist sie. Total. Ich habe mich jetzt noch hier runter getraut und stehe hier mit der Stimme aus dem Hintergrund mit wackeligen Knien direkt vor dem Wasserfall. Brutal. Sehr nass hier, sehr sprühig, aber ich tue es trotzdem mal. Für einen Wasserfall. Beeindruckend. Unbeschreiblich. So, wir gehen jetzt hier durch den Wald. 400 Meter wieder zum Parkplatz. Kämpfen uns hoch und überlegen dann, was wir machen. Weil eigentlich wollten wir erst morgen her. So, zurückgekommen am Kasten. Hier steht nicht wirklich viel. Da hinten steht noch einer rum. Total leer wieder alles hier. Deswegen geht wahrscheinlich auch die Bezahlstation nicht. Sind nicht schmerzbefreit. Lohnt sich tierisch. Der Tann- oder Tannforsen, super gemachte Anlage, einmal ein kleiner Rundweg, 500 Meter oder so
und absolut beeindruckender Wasserfall. Also wer hier ist, definitiv, das ist schon ein Highlight. Und wir fahren jetzt eventuell noch zum kleineren, Rista Fallet heißt der, und dann müssen wir irgendwie mal gucken, wo wir pennen. Und schon stehen wir hier am nächsten Wasserfall, den Rista Fallet, war jetzt ungefähr 30 Minuten entfernt von dem Tenforsen. Auch schön. Hier wieder ein schön angelegter Weg, ein Wasserfall vorbei. Mal gucken, wo man da hinkommt. Aus der Perspektive nicht ganz so gut zu erkennen. Aber ein wirklich schöner Wasserfall mit ordentlich Stromschnellen, die hier vorbeifließen. Ich versuche das mit der Osmo noch mal ein bisschen besser einzufangen. So, wir haben Stellplatz erreicht. War eine harte Nuss. Park for Night Plätze, zwei angefahren. Die waren überhaupt nichts, da völlig daneben. Zwischendurch mal was gegessen, weil wir richtig Knast hatten. Und mussten, sind dann wieder eine halbe Stunde weitergefahren. Jetzt haben wir was gefunden irgendwo. Regnet aber. Deswegen zeige ich euch den erst morgen. Wir machen jetzt hier eine kleine Pilzchenrunde. Und dann sind wir auch ziemlich platt. Eigentlich wollten wir die ganzen Wasserfälle heute ja gar nicht machen. Hat sich irgendwie so ergeben. So ist das eben manchmal. Und deswegen werden wir zwei weitere Camper stehen hier auch noch. Aber ich hoffe, das wird eine ruhige Nacht. Wir sind irgendwie, stehen hier irgendwie zwischen zwei Seen, aber das zeige ich euch dann morgen. In dem Sinne, morgen wieder einschalten. Bis dann. Gute Nacht.